Herzlich willkommen auf der ECMA 2022 mit den Produktneuheiten 2023. Und jetzt sind wir bei Are. Das ist der Helmhersteller, der behauptet, die sichersten und besten Helme der Welt zu machen. Ich trage seit vielen Jahren den RX 7V, aber bin natürlich auch ein großer Fan der Retro-Helme. Und ihr habt einen riesen Fan auch dieses Vorgängerhelms beim Peter nämlich. Der trägt diesen Helm und da gibt es was Neues, Elko. Was wurde hier verändert? Eigentlich alle Helme, die werden jetzt mit der neuen Helmprüfung ausgestattet, die ECE 2206. Der Concept X ist jetzt der Concept XE geworden. Eigentlich ist es der gleiche Helm. We hebben keine Änderung gemacht, statt neue Dekoren. Aber wir müssen alles auf die neue Homologierung machen. So, Concept XE, da gibt es einige neue Dekoren, neue Farben, damit wir das wieder mal anstrengen für die Classic-Scene, für die Café Racer-Scene. Ja. Ja. Man zweifelt ja oft, gerade bei diesen Retro-Helmen, da geht es nur um Show und die Sicherheit ist nicht so gewährleistet. Was wurde dann hier geprüft? Inwiefern unterscheidet sich dieses Prüfverfahren, diese Homologierung? Da wird eigentlich mehrere Impact-Punkte werden genommen. Normalerweise waren es nur 5 Punkte, die man nehmen sollte. Jetzt gibt es 12 extra. Aber es gibt auch einen Rotationstest, damit man schaut, wenn man über die Straße geht, was passiert, wenn man eigentlich anfängt zu rollen und wie das funktioniert. Und weil wir versuchen, die letzte Technologie in die Helme reinzustecken und ob man dann einen RX 7V fährt oder Concept X, das ist egal, weil wenn du auf der Straße stürzt, dann fragt die Straße nicht, was für Helm hast du. So, auch da wieder runder, glatter, stärker, aber dann mit die weiche Innenpolsterung drin. Alles gemacht worden, um nicht nur die Absorbierung zu machen, aber das Gleiten über die Straße. Und das merkt man auch in die Rotationstesten. Unsere Resultate sind wirklich super gut, weil der Helm so rund, glatt und stark ist, dass er schon wegspringt und wegleiten kann. Und die Abgleiteigenschaften sind das eigentlich wichtiger als die Absorbierung von einem Helm. Na, sehr cool, das ist gut zu wissen, das gibt ein gutes Gefühl, weil es geht natürlich vor allem um Sicherheit beim Helm. Und ihr habt auch noch weitere Modelle, die ihr abgedatet habt oder die neu sind. Sicher, wir haben noch RX 7V Evo, das ist der neue. Die gibt es jetzt auch mit der FEM-Homologierung, damit man, die gibt es auch in schwarz und weiß, damit man fahren kann, wenn man zum MotoGP fahren möchte oder Superbike oder Supersport, dann haben wir auch der gleiche Helm, die man normal in der Shop kaufen kann, ist der gleiche, die auf die Rennstrecke benutzt wird. Dann gibt es noch, alle Modelle werden jetzt übergestellt nach die neue Homologierung. Und wir haben einen Prototyp mitgenommen. Der Tourix 4 ist unser Adventure Helm, die immer sehr gut verkauft hat, aber die werden wir dann ungefähr Ende nächstes Jahr rausbringen in die 2005 Prüfung und die hat sich komplett geändert. We hebben een prototype hier om de Ecke, so können wir gleich mal schauen, was es genau ist und wie es aussieht. Ja, Blick in die Zukunft würden wir gerne werfen, danke. So, und das ist das gute Stück. Wie gesagt, ein Blick in die Zukunft. Was kann man erwarten? Wann darf man es erwarten? Ende nächstes Jahr wird es rauskommen. So, wir zeigen hier das erste Prototyp, was es gibt. Aber das ist schon eine Version, die völlig funktionell ist. Da haben wir alles geändert. Die Schale, der Peak, das Visier, aber auch die Belüftung. Die Aerodynamik ist viel besser geworden. Das Komfort an der Innenseite, wie es ausgestattet worden ist mit den Materialien, die man rausnehmen kann, das ist komplett neu. Und da merken wir auch, die Adventure-Bikes, die gehen immer schneller. Man fährt nicht so oft im Sand, aber mehr auf der Autobahn. Aber auch mit 180, 190, das geht auch. Da kann man auch rundschauen, ohne dass der Peak, der Klappe, der Wind fängt. Das ist schon viel besser geworden. Leiser und besserer Durchblick. Absolut, das Problem habe ich immer wieder. Gerade durchs Visier, wenn man da ein bisschen nach oben schaut, und dann zieht es einem den Helm weg. Ja. Und hier sieht man, das ist durchlässig, das schaut auch sehr... Ja, vom im Windkanal geformt aus, sehr organisch. Das ist eigentlich ungewöhnlich, diese runden Formen. Ja, stimmt. Aber das ist für uns auch wieder wichtig. Auch da das Runde, dass man gleiten kann. Und das Mechanismus bei der alten Helm, bei der heutigen Helm, ist mit 4 Schrauben festgemacht worden. Und das ist hier ein einfaches System, wo man an der Seite so einen kleinen Hebel hat. Die drückt man ein und kann man das Visier rausnehmen. Super einfach. Damit man es auch ohne Visier fahren kann mit Motocross-Brille oder so etwas. Na super, da sind wir sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, immer ein gutes Gefühl, einen Are zu tragen, mehr denn je, muss ich sagen. Übrigens, so machen sie es immer in Hollywood, wenn der Tom Cruise mit einer großen Frau spricht. vielen Dank, die Messe startet. Ich hoffe auf viel Interesse. Wie gesagt, ich verlasse mich immer noch auf den RX 7V. Schauen wir mal, was es als nächstes wird. Und danke euch fürs Zuschauen.
abonniert unseren Kanal. Es folgen jetzt die Motorradtests der Wintersaison und die ausführlichen Testberichte findet ihr dann im Heft, das ihr abonnieren könnt, online lesen und alte Hefte sogar nachbestellen. Danke dir, Elko. Bitte. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.